Oh, da liegt er auf dem Dingens, auf dem Billardtisch. Einer war doch noch, ne? Hier, der Herr der Supermut. Ach so, von dem war die Hand. Okay, sorry. Aber es waren doch drei, ne? Ja, hier liegt der andere. Nur noch ein Nagelbrett. Alles klar. Ja, das haben wir auch schön gemacht. Hey, No Brian. Grüß dich. Habe ich keine Minen mehr? Nee. Okay. Dann kommen jetzt die Granaten. Auf die 8. Schönes Ding, ey. Das hat Laune gemacht. Durchschnittlich verschlossene Tür. Ja. Läuft bei uns. Sind wir easy peasy reingestürmt. Aktivieren Al Fresco Lounge. Was ist das denn? Also von 7 bis 2. Oh, das ist aber lang. Und von 7 bis 21 Uhr. Verfügbare Plätze. Ah, sauber. 100% verfügbar. Das ist ja cool. Da haben wir Glück. Ist mein Bein verkrüppelt irgendwie? Ah ja, okay. Weil ich war so mega lahmarschig. Das kam mir ein bisschen komisch vor, muss ich ja gestehen. Ach ja, der geht ja nicht. Nee. Ah. Ah. Wo kommen wir denn weiter? Ich glaube in dem Gang, wo der Herr der Supermutanten war, oder? Ja, es geht hier zumindest hoch. Ich dachte gerade, da liegt eine Mine. Es geht zumindest hier hoch. Vielleicht sollten wir noch mal nach Minefield und die ganzen Minen einsammeln. Toll. Habe ich auf die falsche Treppe gesetzt. Na, geil. Ja, schön viele Granaten, ne? 35 Granaten, damit kann man was anfangen. Oder Raketen, stimmt. Da hat Steffi natürlich recht. Wir könnten auch mit Raketen um uns schießen. Ey, sind die hier oben gestorben durch den... Das wäre natürlich mal interessant zu wissen, ob der Fatman die hier erledigt hat. Ja, der ist auch tot. Kann also sein, dass das wieder so geskriptete Leichen sind. Man weiß es nicht. Jetzt sind wir... Oh, wir sind schon auf dem... Sind schon auf dem Dach. Da vorne sind die Leute. Okay, hier sind die ganzen Supermutanten tot. Sind aber schon gelootet. Oh, halt. Vorne geht's doch noch los. Ey, wieso krieg ich ihn jetzt? Okay, die sind down. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Ameisenfleisch, geil. Finde ich trotzdem nicht lustig, dass ich hier Schaden genommen habe durch eure scheiß Granaten. Boah. Hey Sie! Bewegen Sie Ihren Arsch sofort hier rüber, bevor jeder Supermutant in diesem Gebäude auf Sie aufmerksam wird. Moin Raven. Moini Wolfplay. Kommen ja einige jetzt rein. Butcher, mein Name. Ich bin der Mannschaftsarzt. Schön, auf ein freundliches Gesicht zu treffen. Okay. Wer zum Teufel sind Sie und wann trifft die Verstärkung ein? Ich fürchte, das ist alles. Und Sie haben es geschafft, unversehrt hierher zu kommen? Okay, ich bin beeindruckt. Riley hat wohl den Job ideal besetzt. Wie üblich. Hey, wie geht es ihr denn? Ihr geht's gut. Sie wurde zusammengepflegt und erholt sich in Underworld. Puh. Ich hielt sie für verrückt, als sie versuchen wollte, sich hier rauszuschleichen. Zum Glück habe ich da falsch gedacht. Nichts wie raus hier. Ich hätte vorgeschlagen, denselben Weg zurückzugehen. Aber das ist jetzt anscheinend unmöglich. Der Expressaufzug ist also unsere einzige Lösung. Warum? Das ganze Gebäude habe ich doch bereinigt. Naja, gut, egal. Okay. Ich gebe von hier aus die Kommandos. Sie können Befehle ausgeben, so viel Sie wollen. Aber die Rangers werden nur mir folgen. Also lassen Sie mich wissen, was Sie tun wollen.
damit ich entscheiden kann, ob wir mitmachen oder nicht. Sieht nicht so aus, als würde der Ausflug noch... Sieht nicht so aus, als würde der Aufzug noch funktionieren. Sie haben recht. Wir brauchen irgendetwas, um den Aufzugmotor hier oben wieder in Gang zu kriegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf dem Weg hierher in einem Wartungsraum mit einem kaputten Protectron vorbeigekommen sind. Wenn Sie mir die Kernspaltungsbatterie des Protectrons bringen, sorge ich dafür, dass Donovan den Aufzug wieder startklar macht. Oh, scheiße, ich habe keine dabei. Vielleicht kann ich den Aufzug reparieren. Vielleicht. Aber wir brauchen trotzdem die Kernspaltungsbatterie. Es ist die einzige Möglichkeit, von hier aus die Aufzugelektronik zu aktivieren. Okay, ich gehe zurück. Alles klar. Wir halten derweil hier auf dem Dach die Stellung. Gar nichts. Wenn einer von uns fällt, darf niemand anhalten. Einfach raus hier und dann zum Hauptquartier auf dem Ranger-Gelände. Scheiße, dass wir keine Dingens hatten, ey. Keine Kernspaltungsbatterie. Jetzt müssen wir halt so einen Protectron suchen. Oh Gott, ey, da habe ich ja richtig Bock drauf. Der kann ja überall sein. Irgendwo ein Wartungsgebäude. Ja, Cycler, das spare ich mir für die TTT-Aufnahme auf. Man gönnt sich ja sonst nichts. Weiß, ich habe sonst immer sämtlichen Scheiß dabei. Aber jetzt habe ich keine Kernspaltungsbatterie. Das ist schön. Immerhin wird es mir angezeigt. Da oben? Nee, wahrscheinlich. Nee, unten. Okay. Müssen wir extra noch nach unten rennen, obwohl wir hier schon alle Leute fertig gemacht haben. Sowas ist ärgerlich. Hier geht's auch nicht weiter. Du läufst da ohne Kernspaltungsbatterie rum? Bist du wahnsinnig? Wo ist dieser dreckige Wartungsraum? Ja. Jetzt bin ich wohl im Kreis gerannt. Sehr schön. Ach, scheiße. Ah, okay, komm. Zum Glück können wir die noch tragen, Leute. Stell mal vor, jetzt hätten wir die nicht mal mehr mitnehmen können. Das wäre ärgerlich. Welcome back, Panda. Jeder Handtasche eine. Ah. Was ist mit der Leiche, die du noch finden musst? Welche Leiche? Oder meintest du den Protectron? Wir haben auf jeden Fall jetzt die Batterie, das ist die Hauptsache. Jetzt können wir den Aufzug reparieren und dann kommen wir hoffentlich runter. Wie wär's mal, die Augen aufzumachen? Hallo, Donovan zu Ihren Diensten. Was Sie kaputt machen, kann ich wieder reparieren. Das ist aber nett. Okay, hier, ich habe eine Batterie. Geben Sie mir mal das Ding. In ein paar Minuten wird der Aufzug wieder funktionieren. Sobald er wieder läuft, kommen wir hier raus. Okay, das haben wir geschafft. Schon mal die Granaten in die Hand nehmen, wenn da gleich die Party beginnt. Schön, Sie gesund wiederzusehen. Schön, Sie gesund wiederzusehen. Nicht schlecht. Da kommen Sie. Granate. Boom. Das war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Okay, die schießen aber ziemlich schnell die Gegner kaputt.
Muss ich ja fast gar nicht mehr mitmachen. Doch, dort ist so eine Bestie. Hier, Granate. In your face. Verarsch mich doch nicht, die hat getroffen. Geh doch nicht in den Weg, so. Ich würde gerne probieren, dass wir hier ohne Verluste rausgehen. Ah! Los geht's! Achtung! Ja, den haben wir. Okay, Munition noch looten. Bis das vorbei ist. Und dann auf jeden Fall die Granaten wieder in die Hand nehmen. Oh nein, es hat Brick erwischt! Nein! Oh, Eugen. Oh, die ist schwer, aber die ist gut was wert. Ist eine besondere Minigun scheinbar. Die nehme ich mit. Die verkaufe ich, ey. Shit. Ist einer gestorben, das war nicht so cool. Ja, kann man nichts machen. Wohin jetzt? Kann ich jetzt nicht eine Schnellreise machen? Wo soll ich denn jetzt hin? Weltkarte? Zum Arsch der Welt! Okay, Metro Central ist der Weg, wo wir hin müssen scheinbar. Boah, was soll ich denn da hinten jetzt, ey? Huch. So. Müsste wieder gehen, oder? Läuft wieder, sagt Kampfbock. Sehr schön. Keine Ahnung, da war ganz kurz. Da war ganz kurz irgendwie Disconnect. Weiß nicht, was da los war. Hab nur irgendwie so gehört, Streaming stoppen. Kam dann so bing. Und dann. Dann auf einmal war er weg. Also, Metro Central ist scheinbar der Weg, den wir einschlagen sollen. Da reisen wir einfach mal schnell hin. Und dann in diese Richtung. Gut, dann lasst uns loslegen, oder? Ich hoffe, dass es jetzt hier keine Internetprobleme oder so gibt. Wäre ärgerlich. Aber müsste eigentlich hinhauen. Hier ist noch eine Sicherheitskapsel. Ein Protektron. Energiezellen, yay. Und? Ich komme da nicht ran. Komm da raus. Ah, ich bin zu schwach. Ich kann den Protektron nicht bewegen. Hier, ich möchte die, ja genau, die sehr leicht verschlossene Munitionskiste. So, schon ist sie offen. Noch mehr Energiezellen. Energiezellen für jedermann. Sehr gut. Nee, ich glaube, es sind mehr als 10 Leute da. Nur durch den Disconnect muss das jetzt erstmal wieder laden, wer alles da ist. Ich hoffe mal, dass jetzt noch ein paar mehr Leute da sind. Oder, Leute? Seid ihr schon alle da? So wie im Kasperle-Theater müssen wir es jetzt so fragen. Raider, Abschaum. Okay, beim Kacken erwischt. Haha. Oh! Oh, hier gibt's eine Verpuffung. Nee, doch nicht. Okay, sah es so aus. Ich war aber sehr nah dran, hab ein bisschen Schaden genommen. Ja, jetzt durch diese Metro müssen wir durch. Ich würde aber gerne schnell durch die Metro, ohne da jetzt irgendwie großartig viele Sachen zu finden, weil
Ich habe nicht mehr sonderlich viel Platz im Inventar. Haben wir noch ein paar... Ne, keine Nuka-Colas mehr. Ja, ja, so eine scheiß Kugel. Na komm, da ist er. Ein streunender Ghoul. Ha! Gesprengt haben wir ihn. So. Kronkorken wieder. Haben aber immer viele Kronkorken dabei, die Ghule. Naja, wem es gefällt. Moin. Zack, ey. Grants kommt in den Raum. Erstmal Granate ins Gesicht. Vorkriegsgeld. Yay, cool. Da scheint dann schon was länger ein Ghoul zu sein. So in diese Richtung. Ah, hier ist schon der Ausgang. Komm, dann durchsuche ich die Menschenleiche doch noch. Ich glaube, wir sind bald da. Was ist das hier? Nee. Vielleicht können wir hier rum. Oh Gott, okay. Mal schauen, ob wir den gesprengt bekommen. Oder ob der zu schnell an uns dran ist. Boom! Nichts da, der ist überhaupt nicht schneller mit dran. So wird's gemacht, ey. Supermutanten gesprengt. Hat er eine Granate geworfen? Ah, da hinten ist ein Sniper. Ey, dieser dreckige Sniper schießt auf mich. Was ist das für einer? Ist doch kein Mutant, oder? Ne, keine Ahnung, ich sehe den nicht. Schnell speichern. Nein, in die Abwasserkanäle will ich nicht. Scheiße, jetzt muss ich da lang. Oh, fuck. Das ist wieder so eine Supermutanten-Bestie, der hält wieder mehr aus. Der will in Nahkampf. Wenn wir ihn rütteln, kommt er vielleicht nicht ran, wollte ich sagen, aber. Ja, das hat nicht so ganz geklappt mit dem Verkrüppeln, wa? Granaten in die Hand, speichern. Okay, wir bleiben jetzt geduckt, damit wir nicht wieder von dem Sniper gleich angeschossen werden.